Was geht ab, Leute? Wir treffen uns gleich zum, ja, für mich Mittagessen, für manche andere zum Frühstück im Biergarten. Obwohl das Wetter echt tot ist, aber die anderen hatten Bock. Ich hatte eigentlich Bock, den letzten Tag Sommer in der Stadt. Das ist auf der Theresienwiese, das ist so eine Art Wiesenersatz. Vielleicht fahren wir da hinten nach dem Essen noch dahin. Aber das nicht zu trinken, ich verplant, aber jetzt bin ich auch nicht mehr. Stoßen jetzt an. Auf TVA, los! Ich hab ganz fett den Titel. Laura hat einen Super-Like bekommen. Nicht nur eins. Oh mein Gott, nicht nur eins. Oh mein Gott. Deswegen bist du so gut gelaunt. Ich dachte schon. Ja, scheiße. Ich hab 29 Matches und 9 Nachrichten. Ja, seit gestern um 12. Echt jetzt? Ein Rekord schon, Alter. Zeig ich doch, meine Frau geht zum Sieger. Mach dir mal so als Test, als Mann und als Frau ein Profil. Also schnell, das geht als Frau. Ja, ich sag doch, es ist fast eine Währung. Was macht ihr in Zukunft? Was ist eine Währung? Ja, als Frau, ja. Frau sein, ja. Ist erklärt. Vorteil hat so. Hat's wirklich. Ihr habt halt keine Möpse mehr. So Leute, ich zeig euch mal, wieso das hier Hirschgarten heißt. Liebe Kinder, liebe Tierfreunde, wir, das Dammwild im Gehege, sind reine Pflanzenfresser und nehmen von euch sehr gerne diese Leckereien. Oh mein Gott, sie kommen, aber ich habe nichts für sie. Let's go! Dragon! Der Dragon! Dragon ist alles hier halt so. Ja, oh mein Gott! Ich bin wieder da, ich bin wieder da. Oh mein Gott, bitte, ich hab Endangst seit 15 Jahren. Ich wohne gleich hier. Okay. Was will jetzt fahren? Hardcore-Ventur. Oh mein Gott. Soll ich später wiederkommen? Ja, wie ihr wollt. Aufgehört. Entscheidet ihr. Warten wir, bis es aufhört? Ja, keine Ahnung, ob es überhaupt aufhört. Komm, Hardcore-Ventur. Nein, mach ich nicht so. Ich weiß gar nicht, ob die Fahrt da nicht. Echt Respekt auf die Chance, hätte ich nicht gedacht. Lass da rein, wenn es nicht regnet. Lass da rein. Nicht schaukeln mit den Sitzen, nicht schaukeln. Auf geht's, Leute, ganz nach oben. Nicht schaukeln mit den Sitzen, bitte. Oh mein Gott. Yes, Leute. Bisschen windig, aber okay.
hier, Leute, ihr seid safe. Ja, schon ein paar Mal dachte ich echt, ihr fallt runter. Aber ihr seid abzuüberlebt. War schneller als erwartet an manchen Stellen. Also von unten sieht es echt langsam aus, gechillt. Aber manche Stellen waren echt. Das ist Dragon. Hinten geht's raus, hinten ist der Ausgang, Freunde. Hinten geht's raus. Ja. Ich hatte ein paar Angst, dass die Kamera runterfällt, aber sonst. Ich hatte Angst, dass die runterfallen. Aber sonst war gut. Ja, mein Gott. Willkommen im Feiersaal. Auf mit euch in Luft. Da oben waren wir, Leute. Seid dabei im höchsten Feiersaal der Welt. Eigentlich ist es schon viel zu kurz, oder nicht? Andere Liga kurz. Da rauf, drehen, runter wieder. Da. Mama jetzt. Oh mein Gott, er toll. Oh mein Gott. Mega. Kamera übersteuert sein Todes, Leute. Das war so schön. Ich kann aber schreiben, das reicht uns nicht. Die meisten würden schon checken, gell? Ja. Hier nimm die so ein Stück, nimm die einfach drauf. Oh mein Gott, zu heiß, warte. Oh mein Gott, ist echt der anders heiß. Echt mega heiß. Eigentlich cool, dass das Fett ist. Richtig kalorienvoll. Boah, das ist echt noch sehr heiß. Frisch frittiert. Ja, geh mal weiter. Schau, ich hab Lolli, ein Haribo, du hast Marshmallow. Ja, das ist echt nice. Sehr Früchte. Komm doch mal für die Kamera bitte. Laura, 10 Jahre ist Freeze, oder? Check me. Okay, ja. Man denkt halt falsch. Ist auch dagegen, gell? Ja, meine Mama ist halt schon älter. Das denkst du anders. Aber sie hat alle Moves bis jetzt gebracht. Krypto investiert. Level 4 Investor. Ja, Mann. Ich bin ja krass. Eine krass Familie. Jetzt fehlt nur noch Free. Aber danach ist ja vorbei. Viel mehr geht ja danach nicht mehr. Aber schau mal, als Beispiel. Du hast zum Beispiel 1000 Euro. Und hast du im Staking, sagen wir ein Jahr ungefähr bei 100%, dann hast du ja 2000 am Ende des Jahres, die du frei zur Verfügung hast. Und sagen wir, du hast Freezer, dann hast du am Ende aber 3000 und 2000 auch verfügbar, also hast du eigentlich genau dasselbe, plus aber die 1000, die du in 10 Jahren nochmal extra bekommst. Ganz gut gerechnet. Ja. Also läuft es nach dem ersten Jahr ungefähr auf dasselbe hinaus. Plus aber das, was du extra gefühlt hast. Ja, nur kommst halt nicht dran, wenn Krise. Ja, aber das ist ja egal, weil du dann aber nach dem einen Jahr genau dieselbe. Warte, du hast es gecheckt, was ich gesagt habe. Ja, doch, ich hab's. Nee, weil du wieder auf den Füßen gegangen bist. Schau mal, warte. Ich muss die Kamera ablegen. Du hast 1000 Euro jetzt, normal im Staking. Du kannst jederzeit rankommen. Nach einem Jahr ungefähr bei 100% Rendite hast du am Ende des Jahres 2000 Euro, oder? Ja. Die du frei zur Verfügung hast. Genau. Ja, stimmt. Wenn du jetzt im Freezer bist mit doppelt, dann hast du 3000, aber hast auch 2000, genau wie bei normal, ja, die du frei zur Verfügung hast. Plus. Plus aber die 1000 vom Freezer. Ich sag ja, alles im Freezer. Okay. Magisch versucht, Laura von Maltese zu überzeugen. Das ist doch echt zu krass. Die werden eingewachsen, die wissen, okay, sehr wahrscheinlich werden die echt sterben, gell? Und du bist eingewachsen. Welche Pose würdest du einnehmen? Ja. Denk erstmal dran, eine Pose einzunehmen. Ja, erstmal dran denken. Die Mädchen so, oh scheiße, was sollen wir machen? Zorro so, soll ich mir meine Beine wegschneiden? Und dann kam es danach.
Was kam glaub, zuerst? Das kam danach. Das kam danach. Zuerst eine Pose und dann... Er macht so schnell mit dem Messer da. Und er wird eingewachsen. Er wird eingefroren. So der steht so da. Und dann so, was machst du dort, Vollidiot? Weil nur sein ja. Weidermann eingewachsen, er hätte sich abgeschnitten, damit er freikommt. Ja, aber es kam danach. Er macht so eine Pose. Ja. So, ja, wenn ich schon sterbe, dann will ich so sterben. Endspose. Und er steht so da mit seinen Messern und so. Du fühlst es gar nicht. Ich fühl's gar nicht, ernsthaft. Ich mache hier die Randy Orton-Pose. Ja, so, okay, ich fühl's ja, das 0, ist auch so ein Showmove. Crazy. Ja, ich sehe schon an ihr Blick. Ich hab schon an ihr Blick gesehen, ich kann es aufgeben. Ich fühle es echt nicht. Alter, wenn ich versuch's erstmal bei Tati und dann versuch's bei Lauge. Ja, gell? Tati ist auch so. Tati ist auch. No One Piece. Hat er keine Beine mehr? Hat er nicht, er wollte es machen und dann er wollte es machen. So krass ist er. So krass ist er. Ja, es geht ja um Leben und Tod, aber ohne Beine kommt auch nicht rein. Ja, aber schon. Er lässt sich nicht einfach reinfliegen, sondern ich überlege und zack. Dann braucht er die Freiheit. Ja. Doch, gar nicht realistisch. Er ist ein Pirat. Gar nicht nachgedacht. Es geht nicht um realistisch, glaub mir. Hä? Ach so, Laura, antworte darauf. Wäre Ruffy nicht so krass, würdest du heute nicht so viel verdienen. Oh mein Gott. Da hast du's. Oh mein Gott. Monkey D. Ruffy, danke. Ja. Danke für alles. Ich schwöre Ruffy. Und auch an Zorro. Die waren einfach zu krass. Er wurde inspiriert von so denen. Eine Sache. So einen Willen habe ich echt von Ruffy. Egal was ist, egal wer was wie gelabert hat, ich habe durchgezogen. Wie Ruffy, quer die König der Welt. Und der hat nie aufgegeben, egal was ist. Und dann kam einmal Dragon ihn kurz retten. So krass ist Dragon. Es war so krass. Und man dachte halt echt, es ist vorbei. Es kam schon der Schwertschlag. Er war schon angekettet. Warte mal kurz. Weißt du, was Ruffy macht? Achtung, Spoiler-Alarm, glaube ich. Oder? Nein, das ist ernst halt. Okay. Jeder kennt es. Okay. Wer es nicht kennt, ist eh schon verloren. Okay. Also, jeder denkt, Zoro kommt, Sanji kommt, oh mein Gott, Ruffy, du wirst sterben. Er schaut, lächelt. Es war eine schöne Zeit, Leute. Und dann kommt so der... Oh mein Gott, ich hab Gänsehaut, Leute. Ich krieg oh mein auch. Gott. Okay, er lächelt so alle so. Ich bin so innerlich tot. Es kommt so der Schwertschlag. Ich bin nicht tot. Ganz Nichts, wenn ihr mit Tati mit, bitte. Es ist lustig, emotional, dramatisch, also wirklich extrem alles, lustig. Es hat alles gut. Nein, das macht es noch geiler. Du musst auf Japanisch anschauen mit Deutsch Untertiteln. Gott, das ist mein Tor. Nein, das macht es noch geiler. Wenn ich das schon mit der Stimme erkenne, ich glaube, wenn du das hast. Ja, okay. Ja, du musst auf Japanisch schauen, weil das Japanisch ist sehr emotional. Ja, Mann. Und das Deutsche ist halt voll gelangweilt, so wie synchronisiert. Nicht so krass langweilig, ja. Aber schon nicht so. Bei allen anderen Deutschen echt krass Film und so, aber. Wir sind ja voll auf einer Wellenlänge, aber da geht die Welt für uns. Ja, ich hab zum Beispiel auch so einer Freundin empfohlen, sie ist durchgesucht, Alter. Die hat alles so muss sein. Ich habe zwei Folgen mit angeschaut und dachte mir, okay. Ja, du kannst ja nicht auf zwei Folgen dann gleich aufhören, Alter. Ich bin jetzt bei Folge 980. Okay. 980 Folgen je 20 Minuten. Das geht voll schnell. Das sind ja nicht mal volle 20 Minuten. Ja, gell? Ja, gell? Ich merke schon. Also, wenn man hier Kontra-Anime ist, keine Chance. Nee, es ist halt echt, was soll ich sagen? Ist echt nicht übertrieben mit, du hättest nicht heute so viel verdient. Sagst du echt ehrlich? Danke. Ja, vielleicht gibt es ja auch so diesen Willen oder einen Charakter, der dir anders kommt. Inspiration. Okay, Leute, angeblich der beste Gelatte. Nico, wir haben extra auch jetzt bestellt, weil Laura den gehabt hat. Aber der ist echt krass. Mein Gott, ich bin ein bisschen her, lag, der ist richtig soft. Outro-Time. Habe ich ein Outro gedreht für diesen, wie soll ich das sagen, langen Tag. Wir haben vieles gemacht. Wir waren im Biergarten, dann waren wir auf der Theresienwiese, Wiesenersatz. Dann waren wir Shisha-Bar. Viele verschiedene Themengespräche. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram. Investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.